Lifetime in repeat. Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brickfall. Das sieht cool aus. Ja, Brickfast. Ja, diese Map wurde mir aus der Community zugeteilt und heißt Cold Shadow. Ich habe mal wieder den Namen des Map-Erbauers vergessen. Es sieht aber cool aus. Obwohl es ja gefühlt von diesen Waldmaps, wo Bäume und so weiter drin sind, gibt es ja gefühlt mittlerweile 5 Milliarden. Gefühlt. Aber das ist nur gefühlt. Ich schätze mal, in Wirklichkeit sind das irgendwie 3 Trillionen oder so. Vermute ich mal. Was ist hier los? Was ist hier los? Geht bitte alle wieder. Was ist hier los? Schau raus hier. Vor allem du, Rottel 123. Du passt mir ein zu hohes Level. Hallo YouTube. Okay. Und übrigens für die Leute, die sich jetzt wundern, warum rennt Eitron nicht mit seiner weißen Amnesie rum? Ja, für alle, die jetzt schon Herzinfarkt erlitten haben, nun, es liegt einfach daran, weil, ich bekomme einfach hin und wieder mal öfter mal die Bitte, dass ich mal andere Waffen nehmen soll. Und deswegen habe ich mir auch für die Zukunft vorgenommen, einfach mal generell andere Waffen zu benutzen. Also, doch keinen Sinn, auf die Distanz zu ballern. Und ja, wie ihr seht, ich habe mich jetzt tatsächlich mal um die meine Hotbar gekümmert. Ich habe aber tatsächlich die Pots mal draußen gelassen. Warum? Ganz einfach, ich möchte Force-Punkte sparen. Also jetzt ist es tatsächlich gewollt. Jetzt ist es gewollt. Coole Waffe, die du hast. Ich liebe sie. Ich habe sie auch, aber... Ich habe dich gehört. Bingo, ich wusste, dass du da bist. So, das Lustige war ja zu dieser Waffe, sau viele Spieler haben sich über diese Waffe hier aufgeregt, nämlich aus einem Grund. Die hat nämlich an ab, gerade mal nur lachhafte 7% Schaden. Nun, auf Max ab hat sie also 17% Schaden, was aber auch nicht ganz stimmt, nämlich eigentlich hat sie doppelt so viel Schaden. Was ja ganz lustig ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in einem Video. Doch, habe ich. Unter Garantie. Ich muss mich da jetzt nicht wiederholen. Und selbst wenn nicht, glaube ich, habe es vergessen. So. Was? Die Munition von dem Teil ist schon leer? Schrecklich. Dass ich das mal erlebt habe. Ja. Achilles, du gehst in den Nahkampf. Ich habe darauf keinen Bock. Ah, fuck. Er ist schon gegangen. Nur weil er von der Orion weggeschreddert wurde. Nun denn, das Lustige ist, so gesehen hat diese Waffe eigentlich auch, das habe ich auch so noch gar nicht bedacht, die hat nämlich so gesehen, dadurch, dass sie ja pro Schuss hier, seht ihr, 2 Punkte und dennoch nur eine Kugel verbraucht, also aus dem Magazin, hat sie ja somit rein in der Theorie gesehen auch ein doppelt so großes Magazin. Klar könnte man jetzt sagen, du Cytron, deine Rechnung geht nicht auf, weil wenn man das auf eine Shotgun bezieht, dann wären diese Waffen eigentlich unbesiegbar. Ja, das stimmt auch, aber es ist halt eben so ein bisschen das Schönreden von einer Waffe. Fertig. Lass mich mal hier lang. Danke. Ich wusste gar nicht, dass da mich... Oh mein Gott. Was zum Fick war das? Naja. Glaubt ihr, ich komme hier runter? Ja, geht noch. Geht gerade noch so. So. Nein! Verschwindet! Ihr Dämonen aus der Hölle! Ich hab doch gesagt, Rottel ist für mich zu stark. Ich muss aber zugeben, ich finde das Design von diesen Pistolen, von diesen Lone Star V-Serie, ich finde das schon ziemlich cool. Ich finde das Design echt cool. Außer mit diesem leichten Ansatz von Flammen, die sie da haben. Also ich glaube, das sind Flammen. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, es sind Flammen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Meine Güte.
Nein! Geh doch drauf! Herzinfarkt! So. Das Schlimme ist, ich habe keine Pots und ich spiele dennoch mit einer neutralen KD. Oh, das ist schlimm. Das schmerzt. So. Ich finde diese Waffen einfach super. Ich finde auch, wie die so aussehen. Das sieht so cool aus, wenn man die so in den Pfoten hält. Was ja richtig cool wäre, ja. Es gibt doch in Brickfrost diese Uzi. Also sie heißt jetzt nicht Uzi, die hat einen anderen Namen, den habe ich jetzt aber vergessen. Aber sie sieht aus wie eine Uzi. Und es wäre eigentlich richtig cool, diese Waffe im Doppelpack zu haben. Also wie so ein, wie so eine Pistole, also wie diese doppelläufigen Pistolen halt eben. Das wäre richtig cool. Ach, du verziehst dich vor mir. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass sich ein Gegner vor mir verdrückt hat. Das ist eher unwahrscheinlich. Das Schlimme sind deine Partikel. Muss ich nur mal so erwähnen, ne? Also deine Partikel... Hä? Bitte! Ich nehme die mal. Ich habe kaum noch Munition für die andere. Legs forever. So. Sag mal. Es sind doch drei Gegner da, ne? Drei... Ach ja, übrigens, Kritik an die Maps, die ist cool. Nur, ich finde das... Ich finde die Spawns komisch gesetzt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich finde die Spawns so ein bisschen... Meh. Aber ansonsten so das Map-Design und so weiter, richtig cool. Da finde ich, ist, echt gut geglückt. Nur die Spawns finde ich komisch. Weil eine Map kann halt eben so schön aussehen, wie sie will. Solange ihr Gameplay scheiße ist, was jetzt bei der Map natürlich jetzt nicht so der große Fall ist, es sind halt eben nur die Spawns, dann, dann kann sie so schön aussehen, wie sie will. Ne? Deswegen finde ich auch ehrlich gesagt, ich für meinen Teil bin ja schon so jemand, mir ist es lieber, wenn eine Map monoton aussieht, also nicht so viel Detail hat, als dass sie ein schlechtes Gameplay hat. Also mir ist das gute Gameplay einer Map um Weiten lieber. Verzieh dich. Meine Güte, ich habe schon gesehen, dass der anvisiert hat. Nein, das lasse ich nicht zu. Ich lasse alles zu, aber nicht das. So, ich habe übrigens deswegen auch in meine Hotbar auch einfach mal Premium reingetan. So. Ja. So. Was ist denn los? Sag mal, spiele ich irgendwie? Und, na, wollen wir mal schauen, ob die Folge diesmal genauso schnell beendet wie... Nein. Danke. So. Na, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, da wurde die Folge schlagartig beendet, dadurch, dass jemand einen Scherzkick-Vote gemacht hat gegen mich. Aber danke dafür, dass ihr diesmal gegengesprochen habt. Finde ich echt cool. So, vor allem ich und Hacker, das ist eigentlich schon so ein bisschen... Klar, jetzt ist gerade einfach nur der Zeitraum-Bug wieder da, weil meine KD wurde eindeutig mit der von, hier ist Hacker. Ich glaube, der meint mich. Ich bin aber leider kein Hacker. Tut mir leid. Deswegen. Es tut mir leid, aber diese Waffen sind nun mal sehr stark. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sehen möchte, mag, vielleicht auch überhaupt nicht wahrnimmt, weil das täuscht schon echt mit diesen 7% und dann den 17, aber dadurch, dass sie halt eben doppelläufig ist, cool, 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 cool. Oh, mit der muss ich jetzt aufpassen. So, ja, das liegt einfach daran, ich glaube, der kann einfach diese V-Serie, diese doppelläufigen Knarren sind generell dadurch, dass sie halt eben immer doppelten Schaden anrichten, sofern beide Patronen treffen, sehr overpowered. Deswegen, und ich glaube, das konnte der jetzt so nicht beurteilen. Was ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm finde. Ne? Ich finde das jetzt nicht irgendwie schade oder so. Ne? Ich finde es halt eben nur schade, dass das, ne? Dass man sich da keine Gedanken drüber macht. Man kann sich solche Waffen nämlich auch mal genauer anschauen. Ne? Mein lieber Secrets. Moment mal, ich habe Secrets gekillt. Oh, der Point.
Ich sollte nicht so lange mit offener Kieferlade, mit runtergeklippter Kieferlade rumstehen. Sag mal, bin ich hier am Rumlaggen oder sind es die Gegner, die so rumlaggen? Hä, hey, was ist denn hier los? Sowohl mein Ping als auch deren Ping, okay, bis auf Hey Du 001, sind die Pings eigentlich gut. Okay, und von HSL Killer. Nee, HSL Killer. Das muss ja schnell ausgesprochen werden. Ja. So, jetzt lass mich mal hier bitte wieder hoch. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, mir gefallen diese Pistolen sehr gut. Ich glaube, diese Knarren hier haben es auch tatsächlich in die Top 10 meiner Lieblingswaffen geschafft. So. So, dann hier mal hoch. Nope. Nein. Wer bist du? Bist du oben? Nee, ich weiß nicht, wo du bist. Es tut mir leid. Ich kann es nicht beurteilen, aber du... Ja. Das einzige Problem, was diese Pistolen tatsächlich besitzen, ist ihre Präzision. Könnte nämlich da... Ich bin hier unten, du Vollidiot! Ah, Blindfisch! Meine Güte, glotzt der nach oben wie der letzte Bedepperte. Obwohl, das mache ich auch sehr häufig. Ich sollte da mal meine Klappe halten. Ich mache das nämlich auch sehr gerne, wenn ich von unten angeschossen werde, dass ich wie so ein total bescheuerter die ganze Zeit so nach oben glotze. So, oh, guck mal, wie schön der Himmel ist. Oh, ein Vögelchen! Ne? Während mir stattdessen jemand gerade von unten mit einer Shotgun ins Knie schießt, ne? Aber, was soll man auch sagen? Vögel können halt eben so gut ablenken, ne? Es ist auch irrelevant, wenn jemand gerade einen mit einer Shotgun ins Knie schießt. Ich kill die auch mal. Apropos Kill! Ich muss einiges nachholen. Ich habe einen Vorsatz für dieses Jahr. Es muss genadet werden. Hallo, ist hier jemand unten? Nein, du bist kein Gegner. Du stirbst! Wer nicht hören will, muss fühlen! Du wolltest nicht durch sie sterben. Oh, da haben ja meine noch mehr Munition. So. Ich kill die auch mal. Ja, dann versuch das auch. Ach ja, das habe ich ja gerade eben schon vorgelesen. Ich Knalltüte. So. Ich muss mich ans Vorsatz fürs neue Jahr halten, dass ich noch mehr naden muss als letztes Jahr. Weil letztes Jahr, wirklich, das kann glaube ich jeder bestätigen, ich habe einfach viel zu wenig genadet. Das war einfach, mein Einsatz von Nades war viel zu klein. Ich muss wirklich einiges nachholen an Nades. Dein... Wann kommt das Video on? Heute. Merkt euch, Leute, wenn ich das Video, was ich an dem Tag erstelle, das kommt auch am selben Tag raus. Deswegen. Hilfe. So. Schau in... Ich habe dazu ein Video gemacht. Ich werde dazu jetzt einfach mal nicht reagieren. Boah, warte. So. Auch merken bei meinem Clan, wenn ihr meinen Clan wollt, das ist eigentlich ein offener Clan. Schau in die... Darwish Clan, habe ich doch gerade geschrieben. So. Sorry, aber es steht einfach im Videotitel und wenn er das nicht liest, dann ist er selber schuld. So, kann er jetzt gerne glauben, dass ich kein Video mache. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wie viel schreibt... Warum?
Dem ist langweilig. Dem ist langweilig. Okay, ich hab's begriffen. Dem ist langweilig. Ich hab für diese Folge keinen Nate-Kill hinbekommen. Schande über mein Haupt. Schande über mich. Ich hab's nicht verdient, weiter irgendwie hier zu spielen. Ich hab für diese Folge keinen Nate-Kill. Aber ich hab eine positive KD, obwohl ich nicht mit Pots gespielt habe. Scheiße, was ist schiefgelaufen.